Hallo, ich bin Ranja und willkommen zur langersehnten Folge Phoenix, die überhaupt nicht super lange gebraucht hat, bis sie rausgekommen ist und gar nicht ungefähr 3 Wochen nach der letzten Folge Phoenix rauskam. Nein, nein, daran liegt es nicht. Bevor ich hier um heißen Brei rumrede, lass uns anfangen. So, und zwar ist relativ viel passiert, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Mein Account wurde freundlichsterweise gehackt und deswegen musste ich mir einen neuen Account machen. Die ganzen Sachen, ich habe jetzt übrigens hier endlich mal die Thief-Rüstung gecraftet und die Dragonborn Pickaxe, das Dragonborn Sword und den Bow, denn ich habe ja ein paar Drachen getötet. Mein Haus sieht komplett anders aus. Das liegt daran, dass ich, weil ich nicht in Phoenix war, vom Phoenix bestraft wurde, weil ich seine Quests nicht gemacht habe. Deswegen ist mein Haus jetzt aus Schwamm und Ziegelstein. Es sieht wirklich, wirklich unschön aus. Mein Pegasus ist noch da, Baby Ronja ist weg. Und das Ding ist, es musste relativ viel umgeschrieben werden, von wegen, ich konnte ja nicht mehr auf den Account drauf, deswegen, die ganzen Daten sind ja auf mich kodiert gewesen, beziehungsweise halt auf den Account. Und dann musste sich jetzt recht viel ändern lassen und, oh mein Gott, was ist das hier? Ich fliege jetzt erstmal in der Gegend rum, weil ich so lange nicht mehr auf dem Server war, dass ich gefühlt die Hälfte nicht mitbekommen habe und was soll das sein? Was? Okay. Kann ich einfach rein? Was ist das? Okay, das ist eine Absperrung. Was kannst du, Biene? Hallo, Biene. Page 101, Username, Subject. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also, es ist irgendwas mit einer Biene. Okay, da ist der Bienenladen. Von Flo oder Tops. Keine Ahnung. Hier ist ein Checkpoint. Für unbekannte Zwecke. Okay, Checkpoint, alles klar. Den Auftrag-Killer-Shop und den Pizzaladen, die kenne ich immerhin schon. Da ist nichts Neues dabei. Und ansonsten sieht auch alles. Es sieht tatsächlich. Oh, was, hier sind Geschenke. Das, warte, da ist auch ein Schneemann. Das war vielleicht so ein Weihnachtsding, ha? Huh? Da merkt man, wie viel ich mache. Hier ist eine Vending Machine. Ich hab schon ein bisschen Schwarm übrigens abgebaut. Schwarm ist gar nicht so schlecht. Der Phönix hat gedacht. Oh, warte. Schneeball. Ah, okay, das waren wahrscheinlich einfach so Weihnachtssachen, ha? Die Flo oder Tops dann gemacht haben zum Kaufen. Das ist eigentlich ganz süß gemacht, das gefällt mir ganz gut, aber okay, jetzt ist es ein bisschen outdated. Nein, was ich sagen wollte war, oh Gott, was ist das? Regenbogen, ich glaube, das ist tatsächlich auch immer noch Weihnachtssachen. Das ist jetzt Musik, Zauberpfeile. Okay. Nein, aber der Phönix hat gedacht, er bestraft mich. Aber er gibt mir in Wirklichkeit das seltenste Material im Spiel. Und zwar Schwamm. Ihr werdet sehen, der Schwamm führt uns zum Sieg. Keine Ahnung. Nein, der Schwamm, ich bin tatsächlich, ich meine, das Haus sieht nicht so hübsch aus, wie es mal aussah. Aber das kann man bestimmt umbauen. Und dann investiere ich halt mal ein bisschen Zeit. Eintritt. Bonjour les gens, voici un corcast. Okay. Alles klar, Franzosen sind wir jetzt, ha? Huh? Hier ist so eine Art Kindergarten-Geschichte von Flo. Hier ist Baby. Ist das nicht Baby Chaos Flo? Ne, das ist Chaos Flo 41. Und dann sind das wohl Chaos Flo 43 ist das hier. Und das ist dann wohl. Genau, das ist dann die 42. Muskeln. Alles klar. Ja, nee, und dann haben wir noch 47. Wie ihr seht, sind hier eine Menge Chaos-Flows vertreten. Das ist aber auch das jetzt mit den Rundungen gemacht. Das hat bestimmt lange gedauert, das zu bauen. Holy moly. Nein, ich hab. Oh Gott, was ist das? Warum ist da ein schwebender Block? Was steht da drauf? Ich muss es wissen. Na komm. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Es tut mir leid. In dieser Richtung wohnt Flo. Okay. Hier ist eine Brücke. Diese Brücke gab es vorher nicht. Ich fliege. Das kann man gut als Sprungschanze benutzen. Okay. Was ärgerlich ist, ist, dass Baby Ronja uns weggenommen wurde. Also, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, was ich. Oh. Wait a second. Das war wirklich keine Absicht. Ich schwöre, dass das keine Absicht war. Was? Okay.
Dann wissen wir jetzt, wo Baby Ronja versteckt ist. Das ist alles geclaimtes Gebiet, also kann ich sie nicht befreien. Okay, wir müssen Baby Ronja befreien. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir. Also, das ist wirklich keine Absicht. Mein Pferd ist runtergeglitscht und ich bin nur abgestiegen und ich war auf einmal im Geheimgang drin. Wie man vielleicht auch daran gesehen hat, dass das Pegasus einfach halb in der Wand gesteckt hat. Ich weiß nicht, ob das auffällig war oder nicht. Alles klar, Florian. Das ist persönlich, okay? Ich meine, du kannst mein Haus kaputt machen, so viel. Schick, ist das sein Drache? Er hat einen Drache? Er hat einen Drachenei gehabt, ha? Er hat einen eigenen Drache. Wieso hab ich kein. Ist das ein echter Drache? Das sieht aus wie eine Statue. Wieso hab ich keinen Drachen? alles klar, nee, aber der klaut ja einfach meine Baby. Hoppala. Meine Baby-Ronja, wer macht denn sowas? Okay, wir müssen Baby-Ronja befreien. Schreibt mal einen guten Plan, wie wir Baby-Ronja befreien können in die Kommentare. Mir fällt nämlich spontan nichts ein, aber ich bin mir sicher, ihr habt gute Ideen. Wir wissen, wo sie ist. Flo weiß nicht, dass wir wissen, wo sie ist. Flo denkt sich einfach nur, haha, Ronja denkt einfach, Baby-Flo. Ronja ist weg und, nein, damit lassen wir ihn nicht durchkommen. Also, oh, nice, da bin ich wieder. Oh Gott, was ist das denn? Die Statue, habt ihr die gerade gesehen? Okay, ansonsten sieht tatsächlich bei Flo's Haus nicht wirklich viel anders aus. Wir haben immer noch dieses Timelone-Ding, da oben ist diese Badewanne. Und wir haben hier unten so eine Art Live-Bühne, wie es aussieht. Okay. Und ein Creeper. Hallo Creeper, wie geht's? Wir haben eine Live-Bühne und Autos und das scheint so eine Art Riesen-Anlaufschanze zu sein. Wird man da schneller? Ja, da wird man schneller. Und man kann damit wohl mit den Autos schanzen. Okay. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, for real, ich fliege übrigens einfach hoch und gucke mir die Gegend erstmal an, weil. Ah, das gehört auch noch alles zu der Auto-Rally-Strecke, wie es scheint. Ah, deswegen ist wahrscheinlich auch die Finish-Line am Anfang im Start gewesen. Aha, jetzt ist es mir klar. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist einfach dieser hässliche Balken von Tops, der einfach straight up nur in die Höhe geht. Warte, was ist das? Vacuum Hopper. Das ist eine Art. Hä? Also da sind einfach nur ein Fischernetze drin und. Ja, also da freue ich mich schon drauf, wenn ich da ein bisschen geclaimt habe und da auch einfach mal einen Schwamm reinsetze. Ich sag euch, wir sind die Einzigen, die Schwämme haben. Das seltenste Material, was es gibt. Mit den Schwämmen werden wir den anderen ihr Wasser wegsaugen. Sie denken, oh, ich habe eine schöne Gegend mit Wasser. Denkste, Schwämme. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Okay. Hier ist Wasserspender. Und. Chef, da waren Fische, die haben deinen Freund entführt. Was? Ach so, Chef. Okay. Okay, da waren Fische. Crazy. Schöne Sache. Nee, also hat sich wohl ganz schön entwickelt, die Szenerie, wenn man so will. Okay. Während wir uns das hier einmal kurz angucken, versuche ich nochmal mehr oder weniger zu erklären, was eigentlich war. Dieser Turm, das ist das Einzige, was hier noch ist. Ach, das ist dieses Hotel, was Tops baut. Okay, jetzt hat er wenigstens einen Anfang für sein Hotel. I see. Und diese Statue gefällt mir nicht so gut. Da muss ich sagen, die ist ein bisschen hässlich. Groß. Ich meine, ich darf nicht reden. Ich habe einen Baum aus Schwamm. Ein Haus aus Schwamm. Ein Baumhaus aus Schwamm. Ich weiß nicht, wie viel schöner das ist. Und hier sind so viele crazy Sachen. Ich weiß nicht, wie lange Tops und Flo gebraucht haben müssen, um das alles zu bauen. Weil hier einfach alles zu ist mit Stuff, den ich einfach nicht habe vom Inventar. Also, ich wüsste nicht, wie man die ganzen Sachen craftet, um ehrlich zu sein. Also, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch. Ich meine, die Fenster, keine Ahnung. Es sieht crazy aus. Nein, das Ding ist, ich wünschte, ich könnte Phoenix einfacher aufnehmen. Das ist leider nicht so. Und jetzt haben wir erstmal die Sachen auf den Account umgeschrieben. Das heißt, ich muss jetzt meine Achievements neu machen, meine Quests neu machen und sowas. Also, ja, mache ich halt, ich weiß nicht, das mache ich jetzt halt offscreen. Das dauert halt noch ein bisschen, weil ich das nicht wieder restoren kann, weil das halt extra auf meinen anderen Account gebunden war. Aber ich hoffe, dass das. Oh, sehr süß. Das ist eine kleine Fanart-Galerie. Oh, das ist voll niedlich. Das ist wirklich gut geworden. Naja. Vielleicht stellen wir auch noch ein paar Fanarts aus. Wenn ich jetzt eh wieder Phoenix spiele, dann können wir das ja mal machen.
Und wie gesagt, jetzt geht der Account wieder. Und es kann auch kein anderer auf Phoenix. Genau das wollte ich die ganze Zeit sagen. Und zwar haben viele von euch geschrieben unter dem Ich wurde gehackt Video. Ist hier oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, jetzt kann der Hacker auf Phoenix. Nein, nein, das kann er nicht. Ich habe das Flo gesagt an dem Tag, als es passiert ist. Flo hat die IP quasi. Nicht die IP, aber ich glaube, der hatte nicht mal die IP. Also könnt ihr da nicht drauf. Ich glaube wirklich nicht, dass es die Absicht war. Und wie gesagt, jetzt ist der Account nicht mehr gewitelistet. Mein neuer Account ist gewitelistet. Das heißt, da kann auch nichts passieren. Also müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Hier ist niemand außer Tops, Flo und mir und dem Bauer, also Schummel, drauf. Und ich glaube, das war's. Ansonsten ist hier keiner. Naja, das war's dann aber auch für diese Folge. Schreibt mir bitte unbedingt, unbedingt einen Plan, wie wir Baby Ronja befreien können in die Kommentare, weil das kann ja nicht sein. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.